Warum sagt er zu Core Dragan Stützpunktstufe 8 plus? Kann man eigentlich die schon ab 8 plus machen, die Rückeroberung? Also ich war da drin mit, also niedrig leverig. Das ging gar nicht. Da kamen mir so viele Leute entgegen. Schönes Tor. Scheiße. Ich lag auf dem Boden. Dann kannst du mich keinen Heiltrank nehmen. Das ist mein. Das ist die einzige Achillesferse. Und vielleicht, dass die Wiedergänger mich aussaugen können und ich dann mich auch nicht heilen kann. Und die relativ wenig Elektroschaden bekommen oder einfach zu viel HP haben. Eins von beiden stimmt immer. Der wollte auch gerade sein Schwert in mich rammen. Nein, ich verliere die Server-Connection. Oder auch nicht, war nur laggy. Dann geht das ja. Ich könnte doch gerade Schaden machen gegen das Ding. Da geht's wieder raus. Komisch. So. Gute Nacht, Denom. Beziehungsweise schönen Abend noch. The light did not protect these knights from the vampires. Also gibt es kleine Kugeln, die ich kaputt machen muss und dann kann ich die große Kugel zerstören.
Du schaffst das. Alles super. Im Chat spielen alle bestimmt auch Dune 2. So viel zu der Verderbtheit. Ich glaube, dass Hydra immer noch sehr stark ist, weil du gerade meinst, und Shane Light ist halt auch relativ stark, weil du musst dich halt um nichts kümmern. Aber dafür brauchst du halt für Hydra auch Mana, und der Blitzspeer zum Beispiel ist ja for free, den kannst du ja immer einsetzen, alle 20 Sekunden, naja. Bloom leads beneath the cathedral. Okay. That must be the source. Es fehlt noch irgendwo Verderbtheit. Da. Man kann auch eigentlich diese Wurzeln verfolgen. Nicht nur eigentlich, das ist der Weg. Wobei das Areal ist klein, das findest du alles. Bis jetzt gab es zum Glück noch nichts, wo du wie bei Diablo 2 durch die Wüste ewig irrst, um irgendein Grab zu finden. Entschuldigung. Meine Ulti kann ich gerade nicht verwenden, weil unten, glaube ich, wird noch was Größeres drin sein. Stöbert in den Archiven. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Jetzt war ich gerade so ein bisschen in Gedanken. I cannot use that. Wie kann es sein, dass das eine aktive Kampfarena ist? Oder tut einem ordentlich weh.
Mein Gott! Alter! Woher? Das ist das Kettending an der Seite. Gott sei Dank. Nee, war auch ein bisschen Glück. Warum bin ich plötzlich in irgendeiner Gruppe drin und muss gegen Wiedergänger hier kämpfen, die Stufe 30 sind? Nicht schlimm. Also eigentlich habe ich den Stützpunkt erobert. Ich glaube, das Parsing oder Parsing oder wie auch immer man das nennt, hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Mal wegporten und zurück und schauen. Frost Nova. Aber Kostenreduktion für Mana 6%. Flammenschild brauche ich eigentlich auch nicht. Nach Abklingen der Bewegungsunfähigkeit werden Gegner 4 Sekunden lang um 32% verlangsamt. Warum steht bei manchen abgeschlossenen Herausforderungen noch nicht begonnen?
Weil wir immer noch in einer, Beta sind. Also der Gipfel ist jetzt einfach Stufe 30 geworden nach dem Erobern. Vielleicht ist das einfach so, ich weiß es nicht. Aber ob das Lager ist als fertig angesehen. Es gibt noch zwei Nebenquests. Und immer noch einen Haufen kleine Gebiete, da sehen wir dazwischen hier immer, wo es ein bisschen grau ist. Da ich dann da Sachen nicht aufgedeckt habe.